Hallo, Mann. Mir geht's sehr gut. Hallo, Mann. Das Leben in einer neuen Stadt und auf der Uni sind noch ein wenig ungewohnt. Aber im Moment bin ich glücklich. Ich freue mich sehr darauf, neue Leute zu treffen und Freunde zu finden. Hallo, Mom. Ich habe bald ein Date. Ich habe sie im Internet kennengelernt. Sie geht auf meine Uni und sie schreibt sehr nett. Daniel? Hey Mama, seit Papa weg ist, sind nur du und ich da. Ich weiß, ich habe versprochen, dich anzurufen. Aber in letzter Zeit habe ich viel gelernt und ich habe kaum Zeit zu schlafen. Katja, ich muss dir was sagen. Sag mal. Wir haben kein Geld mehr. Was meinst du? Wir haben kein Geld mehr. Das kann nicht so sein. Wir haben viel Geld noch. Doch. Nein. Alles vorbei. Ist das dein fucking Ernst? Katja. Nein. Katja. Nein. Katja. Hallo Daniel? Warum hast du nicht meine Anrufe geantwortet? Was ist denn los? Ich bin doch deine beste Freundin. Can you say that it's purposefully known? I don't wanna hear the dog cry. Katja, bitte, ruf mich an. Ich muss mit dir reden. Bitte. I don't wanna be your paper airplane, crashing down into your hall of fame. Katja, ich weiß, dass du da bist. Bitte. Was willst du? Katja, ich liebe dich. Das ist vorbei. Geh einfach weg. Nein, Katja. Then you go and make a fool out of me. Hallo, Daniel? You know it's so. Hier ist deine Mama. Hallo. Warum hast du mir nicht geantwortet? Ruf mich doch zurück. Hey Mom. Ich brauche Hilfe. Als ich ganz unten und körperlich fast am Ende war, sagte ich das letzte Mal: Hallo Mom. Am Telefon. Noch am gleichen Tag war Mom da und brachte mich rein. Sie ging auch mit mir zum Doc und war einfach nur für mich da. Nach ein paar Wochen ging es mir besser und ich fing wieder an Sport zu machen. Dabei kann ich Druck abbauen und entspannen. Nächstes Jahr gehe ich wieder zur Uni. Und ich werde meine Freunde besser auswählen.